Yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von DSO. Ja, in dem Video geht es ums Event. Kurz noch Präge zurückschreiben, sonst wäre es unhöflich. Das Event habe ich schon fertig. Aber es geht erstmal darum, die Nefertari-Puppe zusammen zu craften. Und dazu braucht man ja diese Flammen des Phönix. Und genau die wollen wir uns heute holen. Am meisten lohnt sich, wenn man Draken haben möchte, der Schwierigkeitsgrad schmerzhaft. Ansonsten, wenn ihr zum Beispiel viele Glyphen haben wollt, lohnt sich tödlich Infernal 1 und Infernal 2, aber ihr kriegt halt dennoch nur zwei Schlüssel. Egal auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr seid. Und ja. Genau. Und hier sind ja die Bosse immer unterschiedlich. Das haben wir auch schon festgestellt. Also es können die Altgewohnten kommen, wie Heredur oder Arachna, Biowitch und am Ende Medusa. Hier hatten wir jetzt Arachna, genau. Es können aber auch andere Bosse kommen, wie zum Beispiel Magutina, Barabossa, den Wächter von Kinsa, Azar heißt er, glaube ich. Und Nefertari ist ja auch die neue Gegnerin, die dann auch Teile droppt. Also genau diese Teile hier könnt ihr von ihr kriegen. Und damit könnt ihr dann ihr Pad zusammen craften. Warum ist das Pad so wichtig? Das liegt daran, dass ich gerade merke, dass ich falsch geskillt bin. Na gut, das machen wir gleich. Ja, das liegt daran, dass wenn ich Nefertari habe, also das Pad davon, dann habe ich im Prinzip nochmal 2% mehr Damage. Was natürlich eine schöne Sache ist. Genau, wegen ihm öffnen sich jetzt zwei Portale. Das heißt, er geht dort rein, wo er rein kann. So, mal gucken, ob er schreibt, wo er hingeht. Sieht, müssen wir das skillen. Ansonsten, ja. Wo ist er hingegangen? Vorhalle, schmerzhaft. Gut, machen wir Grimmack. Und boah, ich dachte, ich habe Drachenhaut schon zur Verfügung. Ja, ich finde, das sollte unten dauerhaft ausgegraut sein und wirklich nur aufleuchten, wenn man es wieder zurück hat. Wieder freigeschalten hat, weil sonst guckt man da immer so und sieht es halt schon leuchten, aber es ist noch nicht komplett 100% freigegeben. Weil halt noch die Abklingzeit da ist. Oh, jetzt bitte mal nicht sterben. Eigentlich wollte ich schon über ihn drüber springen, aber hat er halt gerade nicht gemacht. So. Ja, und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich würde euch empfehlen, immer drei Kisten aufzumachen. Das heißt, diese Runde mache ich keine Kiste auf. Du machst es zumindest ich. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr vier Schlüssel habt, drei Kisten aufmachen, wieder reingehen. Dann habt ihr drei Schlüssel, macht drei Kisten auf, habt ihr null Schlüssel, geht nochmal rein, habt zwei Schlüssel, wartet dann, bis ihr vier Schlüssel habt und macht dann wieder drei Truhen auf, ja. Also, so kann ich es jetzt auch machen. Im Prinzip, ich habe jetzt drei Schlüssel, mach drei Truhen auf, loote das ganze Zeug. Geh dann kurz verkaufen in der City. Ach, 88 Tage Premium. Ja, wir sammeln jetzt immer in letzter Zeit aus Spaß, wo dann immer die Zahl 88 halt vorkommt. Und jetzt habe ich mal wieder einen neuen Fall entdeckt.
So. Wie gesagt, verkaufen. Weil ich auch gleichzeitig... Ach, die Daily, ja gut. Ja, genau. Gestern wollte ich eigentlich streamen, das wäre wieder typischer Samstagstream gewesen, habe aber dann einfach ganz normal ein bisschen DSO weitergemacht und wollte dann heute halt einfach ein Video dazu machen, wie man das Event so machen kann, gut und so weiter und so fort. Und jetzt gehe ich halt wieder schmerzhaft rein. Und da ich jetzt alleine bin, geht's noch schneller. Ja, Blutmarke habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Den gibt's auch. Ja, und auf Grün halten die gar nicht so viel aus. Jetzt haben wir nochmal Arachna. Also nichts Neues. So, haben wir jetzt Azar? Nein, wir haben Beowitch. Ja, bei Beowitch ist es nervige, dass er sich durch euch ja, diese Wirbelattacke da. So, und dann haben wir die Medusa. Gucken, ob wir eine Fatari auch mal noch haben, aber es wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis ich da... eigentlich dauert es nicht lang. Also ihr kriegt diese Teile recht schnell. Hat auch in manchen Runden hat man dann direkt zweimal so eine wie heißen sie? Dene war es nicht. Flamme des Phönix. Genau. So, jetzt haben wir Herold. Ach, wieder zu zeitig. Mann, die spawnen aber auch ewig, ne? Dann nehmen wir jetzt kurz blaue rein. Erstens mal verbrauche ich da eh nicht viele blaue. Schattenzorn. So sieht ein Standard-Schattenzorn auf dem Boden aus. So, und jetzt wie gesagt nicht aufmachen. Ich wollte bloß kurz gucken, falls es eine goldene Kiste gibt, hätte ich da jetzt kurz erwähnt, dass die sich nicht so krass lohnen. Wenn man natürlich jetzt hier die Steine haben möchte, die Wutkosten senken oder Mana-Kosten oder Dampfkosten oder... Konzentrationskosten, dann kann man das natürlich machen, aber die wurden jetzt auch nochmal von Big Point gesenkt. Das heißt, die beginnen jetzt bei 1%, danach hat man 2%, danach 3%. Und ich weiß nicht, ob es noch 4% gibt. Da hätte man dann halt 20% weniger Wutkosten im Handschuh drin. Was jetzt nicht allzu viel ist. So, wir haben wieder Beowitch. Scheint also eine normale Runde zu sein. Wobei die im letzten Runde hatten wir ja auch den Blutmagier. Das heißt, der kann auch dabei sein. Der Beowitch ist halt nervig wegen diesem... Ich nenne es jetzt einfach mal Klingentanz. So, jetzt haben wir eine Fatari. So, Gruselschloss. Da hat sich nichts geändert. Da kommt er ganz normal gegen den Boss und den könnt ihr auch ohne Essenzen besiegen. Auf dem Test-Server war es anfangs noch so, dass man da Essenzen gebraucht hat. Das wurde aber inzwischen rausgenommen. Also die Hexenkönigin Quenfara, die hat drei Gestalten. Hier ist einmal Quenfaras Zorn, also... Die normale Hexenkönigin, Quenfaras Zorn gibt es dann noch. Das wäre dieses Vieh hier. Und danach kommt wieder die Hexenkönigin
zurück, die dann, ich weiß nicht, noch eine stärkere Attacke kann. Diesen Komplett-Dreher da, der ist relativ stark. Wenn sie den jetzt mal machen würde. Hat sie keinen Bock. Naja, egal. Ja, und jetzt habe ich im Prinzip wieder 4 Stück. Und mache damit dann 3 Kisten auf. Solange keine goldene dabei ist, geht das ja. Genau. Ich habe zum Beispiel auch eine Arachna-Puppe gekriegt. Also ihr könnt euch auch die anderen Puppenteile wiederum holen. So. Machen wir kurz Rückruf. Da kann ich schon mal ein paar Teile anschauen. Und ja, im Prinzip egal, ob ich jetzt erst schneller in die Stadt reise und dann Teile anschaue oder halt Rückruf benutze. Ist relativ egal. Das Dumme ist nur, dass ich in diesem Bereich dort nicht aufsatteln kann. Ja, und die Sternschnuppe, die ist dafür da, falls ihr eins der Teile nicht habt. Das kann ich euch dann noch zeigen, wenn ich entsprechend noch ein paar getroppt habe. Vorzeige effektmäßig droppen die gerade wieder extrem gut. So, wir haben King Herodur. So, dann haben wir die weiße Königin, Karabossa. Das ist so nervig. Ja, ich hatte eigentlich auch gehofft, dass ich jetzt zumindest in 3 Runden jetzt, das ist jetzt die dritte Runde, dass man da einfach mal eins kriegt, aber ja, hier dieser Schädel, der macht auch relativ viel Aua. So, keine Ahnung, 80% eures Lebens macht der. So, wir haben wieder das Gruselschloss. Droppen dann auch immer noch Drakenkerne. Muss ich jetzt allgemein mal gucken, ob die immer Drakenkerne droppen. Scheinbar schon. Dadurch, dass ich jetzt im Inventar habe und nicht mehr ans Schließfach tun muss. Ja, das ist diese mächtigere Attacke, aber die jetzt auch nicht wirklich viel mehr Damage macht. Ich glaube, die hat eher so eine Rundumschlagsfunktion, dass da jeder außenrum Schaden kriegt. Sein, dass da auch Materiefragmente droppen? Da nehme ich gerade so aus. Ja, und jetzt habe ich halt wieder 3 Stück. Und mache halt 3 Truhen auf. Hab natürlich mal wieder keine Träne drin. Ja, man kriegt relativ viele Items. Also mein Inventar ist ja jetzt auch nicht gerade das Größte. Das ist das Problem dabei. Ja, und was er halt auch richtig gut bekommt, sind Steine. Ne? Auch wenn es teilweise nur kleine Steine sind. Das macht am Ende schon ziemlich viel aus. So, die Items wieder wegtun. Und dann können wir schon wieder reingehen.
Sind wir schon bei 15 Minuten ohne Drop. Von so einer Träne. Ja, mal blauer reinnehmen, dann beschleunigt es das auch noch mal ein kleines bisschen. Nachdem ich jetzt doch mal wieder ein paar blaue habe, haben wir Magotina, die wunderschöne schwarze Königin. Jetzt haben wir mal Azar, Wächter von Kinza. Und dann haben wir die gute alte Medusa. Ja, mit Drachenhaut können sich die DKs davor immun machen. Also vor dieser Attacke. Schützend. Da haben wir den Herold. Mit seiner ultralangen Spawnzeit. Ja, also die können halt ihre Kerne droppen. Der hat jetzt auch gerade brennende Kerne getroppt. So. Und jetzt halt keine aufmachen. Weil wir wieder 4 Stück brauchen. Direkt wieder reingehen. Ja, und so macht man das halt die ganze Zeit. Wenn man Draken kriegt, die habe ich natürlich jetzt immer direkt im Inventar. Also ich habe auf jeden Fall welche gekriegt, weil die Zahl hat sich erhöht. Ja, die können halt auch noch einen Akro kriegen, wie ihr gerade sehen könnt. So, und wenn ich jetzt nicht mindestens ein Teil kriege, also eine Flamme, dann würde ich sagen, mache ich dann einfach kurz einen Sprung, bis ich genug Teile habe. Weil sonst sind wir ja echt wieder bei endlosen Minuten. Schon wieder der Herold. Ohoho, das war extrem wenig Leben. So, wieder 3 Kisten aufmachen. Ach, jetzt haben wir eine goldene. Auch nicht so schlimm, weil jetzt machen wir 2 auf und kriegen wieder 2 dazu und können dann beim nächsten 3 aufmachen. Band der Nefertari-Puppe, ja, das habe ich schon. Brauche ich also nicht mehr, es sei denn, ich habe noch einen freien Platz. Wobei,
Mach 3 Silber, dann nehme ich doch lieber einen goldenen, ein grünes mit. Zack. So, dann gehen wir mal wieder in die City. Ja, und ich würde sagen, ich mache dann einfach einen Sprung rein und wenn ich die Teile habe, geht's dann weiter. Also bis dahin. So, Leute, ich bin zurück, habe jetzt die 25 Flammen des Phönix und damit kann man jetzt, wie gesagt, die Nefertari-Puppe zusammen craften. Wie gesagt, wenn ihr nicht alle Teile habt, könnt ihr die Sternschnuppe benutzen, dann geht das genauso. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Ich nehme das Originalteil und kombiniere die dann damit. Dann kriege ich im Prinzip die Nefertari-Puppe. Zack. Annehmen. Dann habe ich die Nefertari-Puppe im Inventar, ja. Sternschnuppe kriegt man eh jedes Mal, also dann kann ich die auch zerstören. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt 11.163 bis 14.130. Damage. Mal aufschreiben. 14.135. Und dann fügen wir die jetzt mal, wie gesagt, hier bei Pads, bei den 10. Feinden hinzu. Und dann kriege ich nochmal 2% mehr Schaden. Das heißt, ich habe jetzt hier statt 2% 4% erhöhten Schaden. Somit sind wir bei 103 Schaden mehr minimal und exakt 100 Schaden mehr maximal. Genau. Und das wär's dann auch schon mit dem Video. Ich will natürlich jetzt nicht zu lange da irgendwie noch im heißen Brei drumherum reden, weil das Video ging ja bis jetzt auch schon relativ lang. Also beim nächsten Hexen-Event wird dann auf jeden Fall noch das Set hier vervollständigt. Und dann sollte ich mal eine Waffe suchen, die ich hier drauf craften kann. Weil meine Steine sind ja doch relativ hoch, ne? 3 königliche und 2 heilige. Und damit würde ich mich recht herzlich von euch verabschieden. Bis dahin, ciao, euer Zardas.